Im Duell der beiden siegreichen Clubs zum Restart trifft St. Pölten-Coach Robert Ibertsberger auf seinen Ex-Verein aus Wien Favoriten. Auf die Unterstützung von 35 Pub-Fans kann der SKN zählen. Die St. Pöltener greifen von Beginn an vorne an. Aber die Austria mit dem ersten Konter, das Foul von Luan gegen Edomondi. Leichter Schubser mit beiden Armen dran, gibt den Freistoß für die Wiener. Dritte Spielminute. Christoph Riegler, schauen Sie auf den St. Pöltener Keeper, ordnet seine Mauer. Nur zwei Mann, okay, 27 Meter Tordistanz. Noch ein wenig Verwirrung zwischen Ljubicic und Luxbacher. Und dann kommt Manfred Zakaria, das 1:0 für die Austria. Dritter Saisontreffer, seine Vertragsoption wurde gezogen. Und er zeigt, warum unter anderem auch Mainz 05 Interesse haben soll. Der ist super platziert, aber das Stellungsspiel von Riegler auch nicht optimal. Zwei Schritte nach links, zwei nach rechts. Ljubicic dreht sich in der Mauer weg, aber vor allem macht es Zakaria wunderbar. Und Christian Ilzer jubelt völlig zu Recht. In der 8. Minute dann gleich die nächste richtig gute Möglichkeit für die Wiener. Bright Edomondi hat sie. Er ist einer von 7 Neuen in der Startformation der Violetten. Das war richtig knapp. Die St. Pöltener im 3-4-3-System, wie schon beim 5:0-Sieg in Tirol. Mit dabei auch Kofi Schulz, der so stark war. Vergangene Runde liefert hier fast die Vorarbeit für eine richtig gute Möglichkeit für Luxbacher. 16 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt gespielt. Robert Ibertsberger ärgert sich weiß. Seine Mannschaft wird immer besser, übernimmt die Kontrolle. Die St. Pöltener sehr ruhig im Spielaufbau und vorne drin mit Corey Burke, der sich gleich gegen 3 Austrianer durchsetzt. Am Ende trifft er den Ball nicht sauber genug, um Patrick Penz wirklich zu gefährden. Corey Burke, der 3-Tore-Mann vom Tirol-Spiel, auch heute wieder mit einer guten Leistung. Die St. Pöltener sehr sauber im Passspiel, sehr sicher und mit der nächsten Möglichkeit durch Daniel Schütz, der noch bedrängt wird. Am Ende die Kugel über das Tor, aber auch Patrick Penz wäre dann noch im Weg gestanden. Ja, Christian Nils ist nicht zufrieden, weil die Wiener Austria das Spiel etwas aus der Hand gibt, zu passiv agiert, zu viele Eigenfehler begeht. Klarer, der Verteidiger mit der starken Vorbereitung, Ball kommt am Ende zu Luxbacher, auch der Abschluss war nicht schlecht. Die Möglichkeiten für die St. Pöltener häufen sich immer mehr in Richtung Pausenpfiff. Noch einmal schön zu sehen, wie Klarer da das Risiko nimmt, in die Tiefe geht. Am Ende trifft auch Luxbacher den Ball nicht sauber genug. Die St. Pöltener merken in der Pause, da geht was. Sie sind dran und Ibertsberger feilt mit seinen Spielern an den Details. Nach der Pause nimmt das Tempo dann aber nach und nach ab. Auch von den St. Pöltenern kommt nicht mehr allzu viel. Bis zur 74. Minute. Luxbacher in die Tiefe zu Robert Ljubicic. Der völlig verdiente Ausgleich für den SKN. Ljubicic mit seinem 2. Saisontor, auch sein Vertrag per Option um 1 Jahr verlängert. Auch Kofi Schulz in der Vorbereitung mit dabei. Ljubicic mit etwas Glück bei der Ballmitnahme, am Ende keine Chance für Penz, der nur mehr spekulieren kann. Und dann wird die Schlussphase wieder etwas unruhiger, während sich Robert Ibertsberger noch freut. Auch die Austria wieder aggressiver mit Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte. Aber der Pass von Zakaria kommt nicht genau genug. Ja, das Präzisionsthema, das verfolgt die Austria bis in die Schlussphase. Und so kommt auch St. Pölten nochmal zu einem Abschluss durch den eingewechselten George Davis. Für Penz ist das aber nicht gefährlich. Dann Gelb für Robert Ljubicic. Das Blöde für ihn, es ist seine 2. Nimmt er das Risiko einer Verletzung in Kauf gegen Borkovic bereits in der 1. Minute der Nachspielzeit. Und in der 1. Hälfte hat er für dieses Einsteigen die 1. gelbe Karte gesehen. In Summe vertretbar die Entscheidung von Schiedsrichter Czukirka. Ja, der Ausschluss hat aber keine Folgen mehr für das Resultat des Spiels. 1:1 der Endstand zwischen dem SKN und der Wiener Austria. Es ist ein Ergebnis, das aufgrund des Spielverlaufs durchaus in Ordnung geht. Vor allem der spielerische Trend des SKN zeigt aber deutlich nach oben.